free? Ihr fragt euch vielleicht gerade, wie wir in dieses Auto gekommen sind. Und ja, wir wissen es auch nicht ganz genau. Wir haben gestern Abend einen netten Mann namens Bruno kennengelernt, der uns dann bei sich aufgenommen hat und uns dann angeboten hat, am nächsten Morgen uns zu der Teeplantage, wo wir jetzt gleich hin wollen, mitzunehmen. Wir sind jetzt hier in eine Teeplantage. In Europa die einzige Teeplantage. Hier wird Grüntee eingepflanzt. Ich werde euch das mal ein bisschen zeigen. Hier wird der Tee gerade vorbereitet. Die holen, glaube ich, das da raus. Wir werden jetzt erstmal einen Tee holen und später geht es auch noch mal zur Teeplantage. Da kann man rumwandern. Ich zeige euch mal gleich, oder ich sag euch mal gleich, wie es schmeckt und sowas. Voll geil. For free? Jetzt gibt es schön eine Tasse. Das ist einfach nur echter Grüntee. Nehmen wir mal den Tee. Dann haben wir hier noch einen Tee. Das ist noch eine andere Sorte. Das hat man schon groß, ne? Wow, es ist schön. Prost. Auf Bruno. Auf Bruno. Richtig schön süßlich, blumelig. Das ist echt der Grüntee, einfach nur. Keine Zusätze. Ich finde, das riecht auch ein bisschen wie Schwarztee. Aber das ist einfach der geilste Tee, den ich eigentlich getrunken habe. Frischer geht's eigentlich gar nicht. Tschüss. Und wie schmeckt's? Wie ein normaler Keks eigentlich. Mit weißer Schokolade, aber man schmeckt nicht so den Grüntee raus, finde ich. Stimmt. Aber das ist, die Vorstellung ist cool, dass eigentlich da Grüntee drin ist. Wahrscheinlich ist es dann der Koffein, der dann wach macht, der Keks. Das kann sein. Ja, stimmt. Schmeckt ein bisschen wie so diese Macadamia-Kekse von Subway. Ja, viel besser. Ja, aber ich meine, es erinnert so ein bisschen daran. Okay, das ist jetzt mit Ziegenkäse. Deine Meinung? Es schmeckt nicht nach Ziegenkäse, aber es riecht nach Käseziege. Das ist voll lecker irgendwie. Der Geruch ist das sehr stark. Erinnert das so wie Käse, aber es ist dann doch ein Kuchen. Es ist voll Milch. Ich dachte, das schmeckt jetzt so stark nach Ziegenkäse, aber... Ja, ist voll süß. Alles voll mit Tee, Leute. Wow. Das schmeckt wirklich nach Grüntee. Weil wenn man die so isst, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Stärker als ein Tee daraus zu machen. Voll lecker. Nicht bemerkt. Boah, das ist ja richtig tief, Mist, hier ist immer rein. Es geht fast 10 Meter rein. Boah, die Trompetenblumen riechen wirklich lecker, ey. Ja, nicht, aber. Oh. Wow. Da könnte man Geld drin duschen. Ja. Haare waschen.
Das, Leute, sind heiße Quellen. Wir sind halt in einem Vulkan. Und hier hat sich eine Stadt aufgebaut und hier dampft es einfach alles. Das ist halt wunderschön. Wir gehen da jetzt erstmal hin und zeigen wir euch mal, wie das im Nahen aussieht. Guck mal an die das hier an. What? Boah. Wasser. Ja, stimmt, ne? Geysir-Landschaften sind geil, ich liebe Geysir-Landschaften. Hallo! Ey, wirklich, das ist der krasseste Whirlpool, den ich jemals gesehen habe. Natural Style, Mann. Ja. Okay, es spritzt hier richtig. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, aber. Guck mal, ey. Kopfschmerzen von den ganzen Dampf. Ja, das ist ja, stimmt, da war nicht viel. Was denn? Hier ist einer versteckt von mir. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Mercedes. Gutes Wasser. Dankeschön. Oh, ist das gut hier. Ah, da geht's ja weit mit Obst. Das ist ja nur ein Obstladen. Nur ein Obstladen, Leute. Ja, es geht jetzt zu einem wunderschönen Park. Lasst euch überraschen. Wir haben hier eine Karte, da kann man es eigentlich nicht sehen, aber es ist eigentlich lustig. Ja, Leute, wir werden jetzt erstmal ein bisschen laufen und dann werden wir uns gleich da sehen. Das wird sehr, sehr schön. Schaut mal, Leute, ich habe hier nochmal so eine Ecke gefunden. Hier kann man auch Essen, sage ich mal, bestellen. Und dann würden die das dann hier einfach reinpacken. Zum Glück haben wir das umsonst gemacht. Weil ich glaube, das kostet, glaube ich, 75 Euro. Aber wir haben zum Glück eine Quelle gehabt. Einfach im Shop. Wie süß. Oh, Mieske, Mieske. Oh, süß. Geile T-Shirts. Ich habe das Abend. Genau. Das ist
kann hier schlafen. Nee. Das ist ein Panda. Das ist halt einfach komplett umgekippt, trotzdem wächst der. Ne? Wow. Hallo! Fetten Holzstämme als Stufen sind auch richtig cool. Nee, warte noch mal, Alter. Hallo. Oh, sorry. Es war voll wegkicken. Hier, ey. Hammer. Alter, wenn ihr mehr sehen möchtet, abonniert. Boah, ist das groß, dieser Farn hier. Mitten im Dschungel nehme ich euch mit, in einer Bambuswelt. Richtig cool. Alter, das ist einfach alles Bambus. Da ist so ein Baum umgestürzt und deswegen bin ich mal hier runtergeklettert, weil nur so konnte man hier rein. Cool. Das ist einfach wunderschön hier. Oh, Michael,
kommt noch extra Musik für dich. Oh, was? Musik passt doch richtig. Snickers, Polly, start a pack, please. Oh, das ist so süß geguckt. Hast du Hunger drauf? Ja, voll. Der fast 300 Jahre lang gepflegt wurde und ultimativ schön ist. Leute, schaut mal. Normalerweise ist das Manien. Ah, cool. I'm a true rap. Was?